Also dann, auf geht's. Wir sollten uns mal... Wow, hier ist es los. Sollten wir uns mal schnell verstecken. Und wir haben gelesen, er trägt eine kugelsichere Weste. Er kann gut was wegstecken. Und das ist tatsächlich so. Also Smoke wird schwer niederzustrecken sein. Wir müssen ihn bloß erstmal kriegen, überhaupt. Wir haben theoretischerweise das bessere Sturmgewehr. Okay, einfach mal draufhalten. Ich weiß, da schießt einer von irgendwo hier. Ach, sieh mal an, da steht er wirklich direkt neben mir. Kriegt aber nicht hin, mich zu treffen. Oh, Smoke hat das Licht ausgeschaltet. Ich brauche, also komm, so schlecht sind die Lichtverhältnisse auch nicht. Da brauche ich auch kein Nachtsichtgerät. Wo kommen die denn immer her hier oben? Ist ja nicht zu fassen, Mensch. Okay, immer weiter drauf. Ich schieße ihm einfach mal ins Bein. Ich habe keine Ahnung, wo die Typen immer auftauchen hier. So, jetzt einfach mal ein bisschen draufhalten. War's das? Wow, das ging schnell. Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. Das denkst du zumindest. Ja, das ist wahr. Carl Johnson, my man. I need you to do me another favor. You kill Pulaski, now this fat fuck? There's no stopping you. Drop the gun. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny? Huh? All alone? Nobody got your back? Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside. But I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. Alright, fuck it. That's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. You crazy, man. I'm lost. You gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, no, not tonight. What you catching? A plane? Ding, 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 ding. Good answer, Carl. You know, you're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet! What? My... It ain't over, Carl. It ain't over. Das kleine Arschloch. Fucking piece of shit, gang-banging cocksucker. Tenpenny hat eine Explosion ausgelöst. Die Beleuchtung im Gebäude ist ausgefallen. Es brennt ab. Du musst schnell hier raus. Tja, wir haben den Kampf gegen Smoke gewonnen. Benutze das Nachtsichtgerät, das du gerade von Smoke ergattert hast, um im Dunkeln zu sehen und das Gebäude so schnell wie möglich zu verlassen. Wir haben Smoke besiegt, aber wir müssen immer noch wieder hier rauskommen und das wird kein Zuckerschlecken, ganz ehrlich. Also dann. Ein Arschloch bleibt immer noch und ich muss sagen, auch wenn Smoke ein übelster Verräter ist, es ist schade, ihn töten zu müssen. Und ich muss sagen, das hat das Spiel gut hingekriegt, dass man trotzdem irgendwie es schade findet, dass man Smoke ausschalten muss. Ach komm schon, dem habe ich gerade Kopfschüsse verpasst. So, jetzt könnten natürlich links und rechts auch wieder welche drin sein, aber ich vertraue einfach mal drauf, dass das jetzt gerade nicht so ist. Ja, ja, krieg dich ein. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben noch ein paar Meter zurückzulegen. Wie könnt ihr eigentlich im Dunkeln hier sehen, ohne Nachtsichtgerät, ha?
Okay, hier ist keiner mehr? Gut, weiter geht's. Wir haben keine Zeit, wir müssen ja echt raus. Und wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Das hier oben ist noch das Einfachste. So, weiter. Die Etage steht in Brand. Benutze einen Feuerlöscher, um hier rauszukommen. Na klasse. Gibt's hier oben einen? Nee, aber eine kugelsichere Weste. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlicherweise das Nachtsichtgerät ausmachen. Und uns so vorwärts kämpfen. So, den hätten wir. Kannst du den Feuerlöscher nehmen? So. Wir müssen erstmal das Feuer wegkriegen und dann können wir uns um die Freunde da kümmern. Schaffst du's? Ja. Ich sage, wir müssen uns echt beeilen, denn es wird uns hier nicht einfach gemacht. Also so viel ist sicher. Alter. Und hier sind wir echt auf dem Präsentierteller hier oben. Da müssen wir echt schauen, dass wir nicht in irgendwelches Kreuzfeuer geraten. Sonst noch einer? Ja, aber ich weiß nicht wo. Shit. Okay, wir müssen erstmal das Feuer löschen. Das lenkt zu sehr ab gerade. Schaffst du's? Nicht so wirklich, oder? Doch, jetzt. Wunderbar. Okay, vorwärts. Wir müssen uns beeilen. Vielleicht sehe ich von hier aus jetzt jemanden? Ja. Okay, den hätten wir. Noch einer. Verdammte Belles Arschlöcher. Gut. Feuerlöscher raus. Wir haben nur noch 4 Minuten. Gut, das reicht. Wir müssen nicht alles auskriegen. Das Haus wird sowieso abfackeln. Shit. Dieser verdammte Rauch ist auch nervig hier. Wo ist denn hier noch einer? Ich sehe keinen. Shit. Lass weitergehen. Das brauchen wir nicht löschen, da können wir dann vorbei. Okay. Jetzt ist zumindest das Gitter schon mal nicht mehr im Weg. Dann sehen wir vielleicht auch unsere Gegner. Ah, sieh mal an, da hinten. Durch das Feuer durch, ohne ihn wirklich zu sehen. Okay. Sonst noch einer? Mann, hier siehst du echt nichts. Das ist Wahnsinn. Scheiße, ich brenne. Oh nein. Komm raus hier. Feuerlöscher. Wo ist denn das Ding? Mensch. Dildo und allen möglichen Scheiß finden wir zuerst. Aber den Feuerlöscher nicht. Okay. Das hätten wir. Komm schon, geh aus. Wunderbar. Und wieder das Sturmgewehr. So, weiter geht's. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Ist hier noch einer? Klingt doch, als ob einer mit dem Feuerlöscher arbeitet. Aha. Du entkommst mir nicht. Arschloch. So, weiter geht's. Letzte Etage. So, hier müssen wir eh nicht lang. Wir gehen gleich nach unten weiter. Ich sehe gar nichts vor Rauch gerade. Okay. Ganz ruhig bleiben. Du bist tot. Ich glaube, mehr sind hier nicht. Oder doch, da hinten ist noch einer. Arschloch. Okay. Weiter geht's. Dieser verdammte Rauch, der macht mir mehr zu schaffen als die Dunkelheit, ganz ehrlich. Oh Gott, was ist denn hier los? Meine Güte. Hier ist ja ordentlich was an Gegnern unterwegs. Fuck, von oben? Ernsthaft? Okay, dann lass rennen, lass rennen. Okay, wir können nicht rennen, scheiße. Aber wir ziehen einfach durch, komm schon. Hier gibt es wieder eine neue kugelsichere Weste. Das hilft schon mal extrem weiter. Wir sind gut im Rennen, glaube ich. 1,30 sollten eigentlich genug sein, um nach da runterzukommen und rauszukommen. Okay, Feuerlöscher haben wir ja immer noch. Sollten zumindest. Ja, da ist er. Und im Notfall können wir immer noch einfach durch das Feuer rennen. Das habe ich auch schon gemacht. Um dann unten noch in letzter Sekunde rauszuspringen.
So. Okay, der Weg ist frei. Letzte Minute. Gibt's hier Gegner? Garantiert. Ja. Ordentlich was an Gegnern gibt's hier nochmal. Wollt ihr nicht lieber euer Leben retten, ihr Vollidioten? Okay, ich glaube, der Weg ist frei. Wunderbar. Sind hier vorne noch welche? Nein. Na dann, CJ, raus mit dir! In letzter Sekunde. Aber noch gibt es etwas zu erledigen. Tenpenny, you motherfucking piece of shit! I ain't letting you get away with all you done! Sweet, no! Ach du Scheiße! Folge Tenpenny und sorge dafür, dass Sweet nichts passiert. Bleib dicht an dem Feuerwehrwagen dran und lass dich von Tenpenny nicht abhängen. Na klasse! Versuche nicht, den Feuerwehrwagen zu rammen. Du könntest Sweet sonst verletzen. No, Sweet. Na dann bleibt uns nichts anderes übrig, als hinterherzufahren und abzuwarten, was passiert. Können wir nur hoffen, dass Sweet sich gut festhalten kann. Meine Fresse, was ist denn hier los? Hier ist echt Krieg, das ist Wahnsinn. Ich frage mich, wie er es schafft, den Feuerwehrwagen so hier zu... Ja, ich frage mich, wie er es schafft, das Ding so dir kontrolliert durchzusteuern. Das ist Wahnsinn. Mann, Mann, Mann. Die und ihre Molotow-Cocktails. Okay, aber die Dinger scheinen eher Feuerwerk zu sein. Die scheinen uns nichts tun zu können, die Teile. Ich hoffe, Sweet verbrennt sich nicht die Finger. Das wäre ungemütlich. Ja, aber der Bulle joggt ein bisschen durch die Gegend. Na klar. Wow. Ich bin da. Ich bin da, Junge. Okay, aber hier ist vielleicht nicht gerade die günstigste Stelle, um nah an den Rand zu fahren, an den Feuerwehrwagen. Wir brauchen ein längeres, gerades Stück. Und vor allen Dingen muss Tenpenny mitspielen. Na komm schon, los wirst du mich garantiert nicht. Aber wir sind noch dabei. Oh, es geht auf die Grove Street. Na Mensch. Ach nein, doch nicht ganz. Okay. Gut, jetzt sollten wir ein gerades Stück finden. Komm schon, jetzt an ihn ran. Ah nein, er muss wieder die unfassbarste Kehrtwende aller Zeiten machen. Ne? Was ist das eigentlich? Sehr seltsam. Okay, schnell hinterher, der fährt uns gerade ganz schön weg, verdammt. Sweet, halt durch, wir sind gleich da. So, jetzt. Kann ich dir helfen? Sweet, spring ab. Du solltest dich beeilen. Da kommt einer. Der Kopf tritt Sweet auf die Finger. Bring deinen Wagen nah an ihn heran, falls er sich nicht mehr halten kann. Würde ich gern. Aber es ist schwierig. Ah, wunderbar. Gut, Sweet ist sicher. Take the wheel, it's payback time. Na dann, jetzt wird's Zeit. Mit der beschissensten Waffe aller Zeiten. Wahnsinn. Nur eine Pistole wäre schrecklicher. Okay, dann müssen wir uns mal um die hinter uns kümmern. Der erste wäre schon mal soweit. Schön auf Abstand bleiben. Jetzt heißt es bloß noch dranbleiben, bis hier irgendwer einen Fehler baut. Und wir werden es nicht sein. Fahr doch schneller, Alter. Hast du das Gaspedal noch nicht gefunden, oder wie sieht's aus? Mensch!
Concentrate on keeping all these other lunatics off our backs, CJ. Ja, ja, mach ich schon. Die sind schon breit. Warum haben wir jetzt diese Mistknarre wieder? Das ist ja nicht zu fassen. Okay, zumindest den Schießenden haben wir schon mal aus dem Verkehr gezogen. Gut, die hätten wir auch. Und jetzt gibt Gas. Ja, ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Wow, what? Motorrädern jetzt auch noch. Das erinnert einen so verdammt stark daran, als wir mit Smoke vor der Russenmafia geflohen sind, oder? Wie sich die Dinge doch ähneln. Nur, dass jetzt die Lage eine ganz andere ist. Das war's für die Vagos. Also dann, Tampany. Look out, CJ. Crazy bikers on the rampage. Oh, noch mehr. Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Okay, die haben wir. Aber die Police Rookies sind auch wieder da. Ein Wunder, dass keine Ballers ankommen. Na komm schon. Okay, das sagst du dem. Jawohl. Oh, wunderbar. Wir haben schon mal einen besseren Skill erreicht für die Waffe. Die habe ich ja nie benutzt. Das ist das Problem. Gut, der ist auch aus dem Verkehr gezogen. Das war's, mein Freund. Wir kriegen dich. Wir kriegen dich. Es sei denn, Sweet vergisst auch das Gaspedal zu treten. Und Bums. Wunderbar. Wir haben Ruhe von hinten. Jetzt geht's ihm an den Kragen. Komm schon, Arschloch. Du kannst uns nicht entkommen. It's over, man. That's all. It's cool. No need to put a bullet in him. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. I mean, far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, that or 15 microdots and an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. See you around.
officer. Hey, now that everything is cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check, but subtle. We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back on their feet, but we gotta keep shit tight. Because a lot of people has got their eyes on us. Whoa, 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 whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. My, I mean, our first gold record! I'm talking about. Yeah, they heard about it. I decided to get breast implants. Oh, shut up. You're loco, is it? Joke on. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. We going on tour, fam. Has anyone got a tissue? My nose is, it won't stop running. Is that, anybody? Yeah, I have. Over there. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. Und das war's für GTA San Andreas. Ich muss sagen, dieses Spiel hat meine Jugendzeit sehr geprägt und ich liebe es wirklich. Es ist auch, ich glaube, von vielen wird es auch immer noch als der beste GTA-Teil aller Zeiten angesehen. Und das auch zu Recht. Also von den dreien, die jetzt zu einer Generation gehören, also Vice City, San Andreas und GTA 3, ist es auf jeden Fall der beste, weil auch am weitesten entwickelte. Schon allein dieses ganze an RPG anmutende System, dass man seine Fähigkeiten verbessert und so. Und auch die Individualisierbarkeit des Charakters, das macht natürlich nochmal was aus. Aber auch so ist die Story gut gelungen, muss ich sagen. Auch wenn natürlich, es ist GTA, also muss man auch immer bedenken, es ist ein bisschen übertrieben alles und nicht ganz logisch. Ich finde es ein bisschen schade, dass Tampany so unspektakulär stirbt am Ende. Es wäre eigentlich noch geiler gewesen, wenn ihn der wütende Mob zerrissen hätte oder sowas. Hätte ich lustig gefunden. Aber gut, letztendlich hat er damit ganz entgegen seines Vorhabens trotzdem sein Ende gefunden. Und es fing auf der Grove Street an und es endet auf der Grove Street. Genau dort hat er seinen Lebensatem ausgehaucht. Und wir sind sehr erfolgreich geworden. Also wir haben in jeder Stadt irgendwas am Laufen. Mad Dog hat es auch geschafft, am Ende noch seine goldene Schallplatte da anzuschleppen. Ist doch alles in Butter, also ein Happy End ohne Ende. Vielleicht ein bisschen zu viel Happy End, ich weiß es nicht. Aber na gut, was soll's. Ich glaube, das ist das fröhlichste Ende, das alle GTA-Spiele überhaupt zusammen aufbringen. Trotzdem muss ich sagen, ist es ein bisschen schade, dass am Ende eigentlich von dem engsten Kreis der Grove Street nur Sweet und CJ übrig bleiben. Immerhin halten die beiden zusammen, obwohl Sweet für meinen Geschmack viel zu viel gemeckert hat und CJ angezweifelt hat. Aber am Ende scheint ja doch noch alles in Ordnung zu sein. Der scheint ja dann doch endlich akzeptiert zu haben, dass CJ doch einiges für die Gang geleistet hat. Und ich muss sagen, Sweet meint zwar immer, ah, ich habe auch ganz viel gemacht, aber du hast dich nicht hingestellt und eine ganze Stadt erobert für die Gang. Und ja, ich weiß auch nicht. Also vielleicht liegt es auch daran, dass du weniger Möglichkeiten hast aufgrund deines fehlenden Intellekts, der dazu führt, dass du sogar ins Schussfeld deines Bruders rennst. Aber selbst wenn du viel gemacht hast, du hast nicht viel erreicht dabei. Das haben letztendlich alles wir gemacht und wir haben zumindest die Gangster-Szene in ganz San Andreas erheblich verändert. Wir haben einigen ganz schön auf die Füße getreten. Wir haben eine Psycho-Stalkerin, die wir in GTA 3 auch wiedersehen werden. Und letztendlich hat doch alles sich zum Guten gewendet. Na gut. Das war's also für diesen Teil. Ich habe ja schon mal angedeutet, ich möchte relativ bald GTA 3 folgen lassen. Und da sind wir natürlich alle wieder hoffentlich mit dabei. Und schauen mal, wie das wird. Das ist dann ein Teil, an den ich mich nicht mehr so gut erinnern kann. Hier konnte ich mich doch wirklich an relativ viel noch erinnern.
Aber naja, das ist ja nicht schlimm an sich, ne? Auf jeden Fall werden wir da auch einige Gesichter wiedersehen. Catalina wird wieder mit vorkommen. Claude wird wieder mit vorkommen. Der neue Freund von Catalina. Und gerade die ganzen Gesichter aus Las Venturas, also die ganze Mafia-Abteilung. Wir werden Mr. Leone wiedersehen. Wir werden einige andere aus der Leone-Familie kennenlernen. Und dann wird es, ich glaube, ein ganzes Stück weniger lustig. Ich bin mir nicht mehr so sicher, weil ich mich, wie gesagt, nicht mehr so gut dran erinnern kann. Aber ich glaube, die Teile in Liberty City, also GTA 4 und GTA 3, die sind doch ein ganzes Stück ernster als die anderen. Und es wird vor allem stiller werden. Und Claude ist stumm. Der spricht nicht. Daran werden wir uns wahrscheinlich erstmal gewöhnen müssen. Aber gut, was soll's. Damit möchte ich dieses Let's Play aber erstmal beenden. Es war mir eine Freude, dass ihr mit dabei wart. Und es war mir auch eine Freude, dieses Spiel noch einmal auszukramen, nachdem es so lange Zeit jetzt nicht mehr gespielt habe. Und es ist immer noch ein großes Vergnügen, muss ich sagen. Also ich werde es wahrscheinlich in 10 Jahren immer noch ab und zu auskramen, wenn die Spiele dann überhaupt noch laufen auf den Plattformen, die dann so draußen sind. Mal schauen, keine Ahnung. Ja, also das ist so ein Evergreen, der immer geht bei mir. Und es macht einfach Spaß. Klar, es gibt so Sachen, über die man sich aufregen kann. Die Gangkriege sind ein bisschen erschöpfend am Ende. Und vor allem, wenn man dann schon alles erobert hat und Sweet dann wieder ankommt und plötzlich gehört wieder alles den Badass und man muss es wieder von denen zurückerobern. Mit Sweet zusammen, was eher ein Hindernis als eine Hilfe ist, dann ist es natürlich schon ein bisschen nervig. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das Spiel sehr großartig. Also auch was die Kreativität der Missionen angeht, das ist schon interessant. Also gerade auch wenn es um sowas geht wie, wir erinnern uns, das Streicherquartett an Killern, das wir ausschalten mussten, wenn CJ dann einfach mal einen Airdiver zum anderen Flugzeug macht und sowas, wo du dir denkst, ernsthaft jetzt? Das ist dein Lösungsweg dafür? Aber er macht's dadurch spektakulär und das haben sie wirklich gut hingekriegt. Na gut, ich habe jetzt den kompletten Abspann überquatscht, das kriege ich irgendwie immer hin, vor allen Dingen mit ziemlich sinnlosem Zeug. Und damit könnten wir jetzt natürlich weiterspielen. Das will ich an der Stelle jetzt aber nicht tun, denn das Einzige, was wir jetzt eigentlich noch machen könnten, ist ein paar Freundinnen noch aufgabeln. Und was könnten wir noch machen? Ja, die Gebiete von den Bellas erobern, die wir noch nicht haben. Aber es gibt natürlich noch ein paar Anrufe zu tätigen, denn das hatten wir ja auch in Vice City schon genau so. Schauen wir doch mal, wer uns anruft. Hey, what's up? Hello? Yes, Claude! Faster, harder, deeper! Oh, Jess! 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 Catalina! You sick! Get help! And you, Carl, you are jealous! Ja, sie wird uns für immer begleiten. Es ist ein Traum. Oh, meine komplette SMG-Money ist weg. Das ist ja gemein. Es ist ein absoluter Traum. Ich möchte euch übrigens noch mein Lieblingsauto in diesem Spiel zeigen. Das ist ein Remington, den habe ich hier um die Ecke in dem Customs Shop aufgetunt. Natürlich auch hier mit Hydraulik drin. Das ist, ich glaube, die Lackierung Nummer 3, diese Flammen. Und dann, auch wenn es irgendwie komisch anmuten mag, mit Rosa das Ganze als Grundlackierung gemacht. Hat dadurch so diesen Nitro-Look, finde ich. Man hat zwar rote, blaue Flammen, aber hat diesen rosanen Touch mit drin. Das ist halt so wie so eine Nitro-Flamme. Und ich muss sagen, dieses Auto finde ich echt, ich mag es einfach irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde die Kiste unfassbar cool. Genau, und da es ansonsten im Prinzip nichts mehr zu tun gibt und offenbar auch niemand anderes mehr anruft, würde ich sagen, war es das für dieses Let's Play. Stellen wir uns doch noch hier mal schön vor unser eigenes Haus. Und damit möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, ihr seid bei GTA 3 dann auch wieder mit dabei. Ansonsten viel Vergnügen mit allen anderen Let's Plays, die so laufen. Und ich hoffe, ihr seid auch bei anderen Let's Plays dabei. Und wir sehen uns garantiert bei irgendeinem anderen Video wieder. Bis dann, macht's gut und haut rein. Und bis demnächst mal wieder, wenn es heißt Let's Play.